Hallo und herzlich willkommen in Melas Strickstube. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich einen Poncho stricke. Ich habe mir dazu so ein Mohair-Acryl-Gemisch ausgesucht. Ist eine recht dünne Wolle und deswegen werde ich das mit zwei oder werde ich diesen Poncho mit zwei Fäden stricken, also lass zwei Knäuel gleichzeitig laufen. Was benötigt ihr? Die üblichen Strickutensilien, Maßband, Schere, Maschenmarkierer, Reihenzähler. Zu Beginn fange ich an mit einer ca. 60 cm langen Rundstricknadel. Später werde ich dann wechseln auf eine ca. 80 cm und dann noch später auf ca. 100 cm lange Rundstricknadel. Und ich werde das Ganze stricken, diesen Poncho mit Nadelstärke 5,0. So, um jetzt zu wissen, mit wie viel Maschen ihr beginnen könnt, müsst, ist es wichtig, dass ihr eine Maschenprobe macht, eine gewaschene Maschenprobe, denn dann nach dem Waschen seht ihr, wie sich die Wolle, das Garn verhält, ob es sich zusammenzieht oder auseinanderdehnt. Und anhand der gewaschenen Maschenprobe könnt ihr dann ablesen, wie viel Maschen ihr auf 10 cm benötigt. Bei mir sind das 13 Maschen, die ich auf 10 cm benötige. Das heißt, ein Zehntel davon, also 1,3 Maschen, sind 1 cm. Ich möchte den Kragen oben anfangen mit einem Halsumfang von ca. 55 cm. Das heißt, ich muss jetzt diese 1,3 Maschen, die ich auf 1 cm benötige, mal 55 nehmen, mal den Halsumfang, den ich oben am Kragen haben möchte. Und das ergibt bei mir 71,5 Maschen und das werde ich aufrunden auf 72 Maschen, die ich auf 55 cm Halsumfang benötige. Und das bedeutet, ich werde jetzt 72 Maschen anschlagen. Ich mache mir jetzt erstmal eine Schlaufe. Und jetzt schlage ich mit dem Schlingenanschlag 72 Maschen an. Und wenn ich das gleich gemacht habe, dann melde ich mich wieder. Das habe ich jetzt also gemacht, meine 72 Maschen hier angeschlagen. Und jetzt werde ich das Ganze zur Runde verbinden. Dazu hole ich mir mal einen Markierer, der mir dann immer anzeigt, wann die nächste Runde anfängt. So, und bevor das zur Runde, das Teil hier zur Runde, die Maschen zur Runde verbunden werden, ist es erstmal wichtig, dass ihr die Maschen auf der Nadel so rumdreht, dass von allen Maschen der Maschenboden nach innen zeigt, ohne dass irgendwo eine Drehung vorhanden ist. Die darf also nicht sein. Alle Maschen müssen gerade so auf der Nadel liegen, ohne Drehung, dass der Maschenboden nach innen zeigt. So, dann setze ich mir den Markierer hier jetzt her und dann fängt die falsche Seite, fängt die erste Runde jetzt an und in der ersten Runde stricke ich alle Maschen rechts. So.
in der ersten Runde jetzt alle Maschen rechts strecken. Jetzt bin ich hier gleich am Ende der ersten Runde. Das sind die letzten beiden Maschen. So. Dann kommt jetzt der Markierer rüber und jetzt fängt die zweite Runde an. Und in der zweiten Runde stricke ich alle Maschen links. In der zweiten Runde alle Maschen links stricken. Das sind jetzt wieder die letzten Maschen hier der zweiten Runde. Dann den Markierer rüber. Jetzt kommt die dritte Runde. Und in der dritten Runde werden wieder alle Maschen rechts gestrickt. In der dritten Runde alle Maschen rechts stricken. Jetzt bin ich hier am Ende der dritten Runde, die letzten Maschen, so Markierer rüber. Dann kommt jetzt die vierte Runde. In der vierten Runde werden wieder alle Maschen links gestrickt. Und in der vierten Runde nehme ich jetzt zwei Maschen ab. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich stricke zwei Maschen, das ist ja eine linke Runde, ich stricke hier zwei Maschen links zusammen. So, hier habe ich jetzt eine Masche abgenommen und das mache ich dann noch einmal und zwar gegenüberliegend. Das ist also egal, wo ihr diese Maschen abnehmt, nur dass ihr das in etwa gegenüberliegend macht und nicht direkt nebeneinander. Das jetzt in der vierten Runde. Also links stricken, alle Maschen links stricken und zwei Maschen in der vierten Runde abnehmen. So, ich habe hier jetzt noch einige Runden weiter gestrickt. Bin jetzt am Ende der 34. Runde und habe noch 6 Mal in jeder vierten Runde 2 Maschen abgenommen. Also insgesamt 7 Mal. Beim ersten Mal war das ja in der vierten Runde und dann habe ich das nochmal genauso gemacht, also 2 Maschen abgenommen, gegenüberliegend. Zum ersten Mal in der vierten Runde, dann in der achten Runde, in der 12. Runde, in der 16. Runde, in der 20. Runde, in der 24. Runde und zum letzten Mal in der 28. Runde. Ich habe also insgesamt 14 Maschen abgenommen. Und die Länge des Kragens ist jetzt so circa 14 cm. In der nächsten Runde werde ich anfangen neu zu zählen und werde die Raglan-Einteilung machen. Und bis jetzt sieht dieser Kragen dann so aus. So. Gut, und bevor ich jetzt die Raglan-Einteilung vornehmen kann, muss ich erstmal berechnen, wie viele Maschen ich wo benötige. So, das ist ganz einfach, eine ganz simple Rechnung. Ich nehme die Maschen, die ich jetzt noch auf der Nadel habe. Ich hatte ja angefangen mit 72 Maschen zu Beginn und habe dann im Verlauf jetzt 14 Maschen abgenommen. Und jetzt habe ich noch 58 Maschen auf der Nadel. Von diesen 58 Maschen ziehe ich erstmal 4 Maschen ab. Die sind für die Raglan-Linien.
Ich zeige das später ganz genau. Also von diesen vorhandenen Maschen jetzt auf der Nadel 4 Maschen abziehen. Das sind bei mir 54 Maschen und die teile ich durch 3. Ein Teil ist dann für den Rücken, ein Teil ist für das Vorderteil und ein Teil zur Hälfte für die Arme. Und dann kommt bei mir raus 18. So, und dann habe ich das hier mal so eingezeichnet, wie ich das gerade gesagt hatte. 18 Maschen für den Rücken, 18 Maschen für das Vorderteil, 9 Maschen je Arm und die 4 Raglanmaschen. Nun möchte ich die Arme nicht ganz so schmal haben und nehme mir jeweils vom Rückenteil 2 Maschen weg, dass ich dann am Rücken 16 Maschen habe, tue die zu einem Arm dazu und vom Vorderteil nehme ich auch 2 Maschen weg und tue die zum anderen Arm dazu. Und so ist dann meine Einteilung, die ich gleich vornehme. 16 Maschen für den Rücken, 16 Maschen für das Vorderteil, je 11 Maschen pro Arm und 4 Raglanmaschen. So, um die Einteilung jetzt vornehmen zu können, habe ich mir jetzt 8 Maschenmarkierer herausgelegt. 2 davon sehen etwas besonders aus, die werde ich für das Vorderteil verwenden. Das hilft mir dann später, wenn ich die verkürzten Reihen stricke. Und jetzt die nächste Reihe zähle ich erstmal nicht, sondern nehme jetzt einfach nur die Einteilung vor. Erstmal noch die 34. Runde, wir sind ja bei Runden, zu Ende stricken. So. Und jetzt würde ich hier neu anfangen zu zählen, mache ich aber noch nicht. Ab jetzt wird das Teil in glatt rechts gestrickt, das heißt, jetzt wird jede Runde nur noch rechts gestrickt. Und ich hatte für mein Rückenteil 16 Maschen ausgerechnet. Und das hier ist jetzt die Mitte von meinem Rückenteil. Das heißt, ich werde jetzt erstmal 8 Maschen stricken, also die eine Hälfte vom Rücken und später am Ende der Runde dann die zweite Hälfte vom Rücken hier. Also erstmal 8 Maschen, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt setze ich mir den ersten Markierer hier. Stricke eine Masche für die Raglanlinie, setze mir den nächsten Markierer. Jetzt stricke ich die Maschen, die ich für meinen Arm errechnet hatte. Das waren 11 Maschen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, das sind jetzt die Maschen für meinen Arm. Jetzt setze ich mir wieder einen Markierer, stricke eine Masche für die Raglanlinie. Jetzt setze ich mir den Markierer, der mir das Vorderteil markiert. Fürs Vorderteil hatte ich auch 16 Maschen errechnet. 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. So, gerade nochmal zählen. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Jawohl. Jetzt kommt der zweite Markierer vom Vorderteil. Nun stricke ich wieder eine Masche für die Raglanlinie. Setze mir einen Markierer. Jetzt kommen wieder 11 Maschen für den zweiten Arm. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, wieder ein Markierer. Jetzt wieder eine Masche für die Raglanlinie. Den nächsten Markierer. Und jetzt sind es noch 8 Maschen hier, die übrig sind für die zweite Hälfte vom Rückenteil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, den Markierer hier, der mir die Mitte im Rücken markiert hat, kann ich jetzt wegnehmen. Und ich strecke jetzt hier erstmal auch immer noch ohne zu zählen von der Mitte vom Rücken weiter bis zum Markierer vom Vorderteil. So, da bin ich jetzt hier am Vorderteil, also habe hier von der Mitte vom Rücken, das sieht man hier ein bisschen, immer da, wo die neue Reihe begonnen hat, der Wechsel von rechter auf linke Maschen, sieht man ein kleines bisschen hier wie eine Naht. Also habe hier von der Mitte vom Rücken einfach erstmal weiter gestrickt, immer nur rechte Maschen, jetzt hier bis zum Markierer vom Vorderteil. So, das ist der Markierer vom Vorderteil. Und jetzt werde ich verkürzte Reihen stricken, damit das ganze Teil ein bisschen besser sitzt, damit die Nackenpartie höher ist und damit sich hier vorne über dem Schlüsselbein nicht so eine hässliche Wulst bildet. Das kann sonst ohne verkürzte Reihen ganz schnell passieren. Und ich zeige das ganz langsam und ausführlich mit den verkürzten Reihen. Also ich werde jetzt 6 verkürzte Reihen stricken, 3-mal je Seite wenden und zeige euch ganz genau, wie ich das mache. So, ich stricke jetzt die erste verkürzte Reihe. Also hinter dem Markierer vom Vorderteil stricke ich erstmal noch eine Masche rechts und dann stricke ich die zweite Masche rechts. Jetzt drehe ich die Arbeit um, wende die Arbeit, hole mir hier ein Hasenöhrchen, so eine Wendemasche, ja, steche hier so parallel ein, ziehe den Faden ein bisschen hoch, Moment, so, also hier dieses Hasenöhrchen und strecke jetzt die erste verkürzte Reihe zurück. Linke Maschen zurückstrecken. Alle Maschen links strecken. Und zwar stricke ich jetzt so lange links, hier über die Armmaschen, dann über die Rückenmaschen, über die Armmaschen, bis ich auf dieser Seite hier vom Vorderteil angelangt bin. Also alles links stricken bis zu dem Markierer hier am Vorderteil. Die erste verkürzte Reihe. So, hier bin ich jetzt beim Markierer vom Vorderteil auf dieser Seite angelangt, möchte aber gerade noch erwähnen oder sagen, ich glaube, ich meine, ich hätte vorhin, bevor ich die Einteilung vorgenommen habe, gesagt, dass jetzt nur noch rechte Maschen gestrickt werden, nur noch alle runden rechte Maschen, also glatt rechts. Die Runden, die nachher gestrickt werden, werden auch alle nur noch rechts gestrickt, aber ich hatte dabei die Rückreihen von den verkürzten Reihen vergessen oder außer Acht gelassen, die werden immer links zurückgestrickt. Das wollte ich nur mal ja, klarstellen oder erwähnen.
So, jetzt hier erstmal weiter mit den verkürzten Reihen. So, der Markierer vom Vorderteil. Und jetzt stricke ich hier eine Masche links, stricke die zweite Masche links, wende die Arbeit wieder, drehe sie um. Jetzt stricke ich die zweite verkürzte Reihe. Dazu hole ich mir wieder dieses Hasenöhrchen. Das heißt, ich steche hier wieder in die Masche so parallel ein, ziehe den Faden hoch, dass man dann hier dieses Hasenöhrchen quasi sieht. So, hier diese Wendemasche. Und jetzt in der zweiten verkürzten Reihe werden jetzt Zunahmen gestrickt an den Raglanlinien, und zwar vor dem Markierer und hinter dem Markierer. Das zeige ich jetzt noch. Jetzt wird erstmal eine Masche rechts gestrickt. Jetzt mache ich hier vor dem Markierer die erste Zunahme. Dazu hebe ich mir den Querfaden auf die linke Nadel, steche dann von der Seite hinter dem Faden vorbei und hole mir die Masche heraus. So, so habe ich eine Zunahme aus dem Querfaden gemacht, rechts geneigt. Jetzt kommt der Markierer rüber, die Raglanmasche, der Markierer rüber, und jetzt mache ich wieder eine Zunahme aus dem Querfaden, aber diesmal links geneigt. Das heißt, ich lege mir den Faden jetzt so rum auf die Nadel, steche dann von hinten quasi rechts verschränkt hier ein und hole mir die Masche heraus. So, und diese Zunahme ist jetzt links geneigt. Das könnt ihr im Prinzip machen, wie ihr möchtet, mit den, ja, ob die Zunahmen aus dem Querfaden rechts oder links geneigt sind. Das ist Geschmackssache, wie ihr das haben möchtet. Ich stricke es jetzt nur in dem Video hier so. So, das waren jetzt die Maschen hier vom Arm. Hier wird wieder zugenommen. Erstmal vor dem Markierer, Markierer rüber, Raglanmasche, Markierer und dann hinter dem Markierer zunehmen. Gut, und das mache ich jetzt noch bei den anderen Markierern an Zunahmenstellen genauso. Hier und hier. Und wenn ich hier angelangt bin, wieder beim Markierer vom Vorderteil auf dieser Seite, dann melde ich mich wieder. Da bin ich jetzt wieder am Vorderteil angelangt. So, hier erst noch die Zunahmen machen, nicht vergessen. Markierer rüber und hier auch Zunahme. So. Und nun stricke ich die nächste Masche rechts. Dann ist hier jetzt dieses Hasenöhrchen, diese Wendemasche aus der Vorreihe. Die stricke ich zusammen ab. So, ein bisschen fester anziehen, damit da nicht solche Löcher entstehen. Jetzt stricke ich die nächste Masche wieder rechts. Und nun wende ich die Arbeit wieder. Und jetzt geht es in der dritten verkürzten Reihe wieder mit linken Maschen zurück. Ich hole mir hier erst wieder diese Wendemasche, dieses Hasenöhrchen, so, und jetzt geht es links zurück. Alle Maschen jetzt links stricken bis zum Markierer vom Vorderteil auf der anderen Seite. Bis dahin. Und dann melde ich mich wieder. Da bin ich jetzt am Markierer vom
Vorderteil auf dieser Seite hier. So, erst noch die Raglan-Masche, das ist der Markierer vom Vorderteil. Und dann stricke ich jetzt auf dieser Seite eine Masche links und noch eine Masche links. Und jetzt ist hier dieses Hasenöhrchen, diese Wendemasche. Auch hier steche ich wieder so ein, dass ich beide Schenkel hier habe und stricke diese Masche auch links zusammen ab. Auch wieder ein bisschen zurecht zuppeln. Die nächste Masche wird links gestrickt und jetzt wird die Arbeit wieder gewendet, wieder gedreht. Und nun geht die vierte Masche, nun geht die vierte verkürzte Reihe los. So, holen wir hier wieder das Hasenöhrchen, ziehe den Faden hoch. Da. Jetzt geht es hier wieder mit rechts weiter, mit rechten Maschen. Und hier wird wieder zugenommen an den Raglanlinien vor und hinter den Markierern. So, Raglanmasche, Markierer rüber und dahinter auch wieder zunehmen. Gut, und jetzt stricke ich diese vierte verkürzte Reihe rechts immer weiter, Zunahmen machen an den Raglanlinien und hier auch. Und wenn ich dann hier beim Markierer vom Vorderteil angelangt bin, melde ich mich wieder. Gut, da bin ich jetzt also am Markierer vom Vorderteil gleich wieder angelangt. Hier erst auch noch die Zunahmen machen. Und dann wird hier jetzt gestrickt erstmal rechte Maschen, bis ich zu der Wendemasche komme, zu dem Hasenöhrchen hier. Das auch wieder rechts stricken, zurecht zuppeln etwas, so. Die nächste Masche rechts stricken, jetzt die Arbeit wieder wenden. Und jetzt geht es in der fünften verkürzten Reihe wieder links zurück. Hasenöhrchen erstmal holen, diese Wendemasche. So. Und in der fünften verkürzten Reihe wieder alle Maschen links zurückstrecken. Bis zum Markierer vom Vorderteil. Auf der anderen Seite. So, hier links, 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 als weiter links bis zu dem Markierer hier. Und dann, ja, dann melde ich mich wieder. Gut, dann bin ich hier jetzt auch wieder beim Vorderteil, beim Markierer vom Vorderteil angelangt. Hier. So, und jetzt werden die ersten Maschen links gestrickt. So, und hier kommt jetzt dieses Hasenöhrchen, die Wendemasche, auch links stricken, wieder ein bisschen zurecht zuppeln. So, die nächste Masche links stricken und jetzt wieder wenden. Das ist jetzt zum letzten Mal, dass hier gewendet wurde, denn jetzt kommt die sechste verkürzte Reihe und die wird wieder rechts gestrickt. Hier erst wieder das Hasenöhrchen holen, so, und es werden wieder die Zunahmen gemacht an den Raglanlinien. Also im Prinzip kann ich sagen, während die verkürzten Reihen gestrickt werden, wird in jeder zweiten Reihe,
das sind hier ja noch Reihen, wird in jeder zweiten Reihe zugenommen. An den Raglanlinien immer vor und hinter dem Markierer. Gut, und dann stricke ich jetzt wieder weiter durch bis zum Markierer vom Vorderteil. Und wenn ich da angelangt bin, ihr wisst es schon, dann melde ich mich wieder. So, da bin ich. Bei dem Markierer wieder vom Vorderteil auf dieser Seite hier. Noch die Zunahmen machen. So. Und jetzt stricke ich wieder rechte Maschen bis zum Hasenöhrchen. Hier. Auch dieses stricke ich rechts. So, ein bisschen zuppeln. Gut, und jetzt sind die verkürzten Reihen beendet. So, verkürzten Reihen sind jetzt fertig. Ich stricke jetzt hier ein paar Maschen am Vorderteil und setze mir jetzt hier den runden Markierer. Von hier geht jetzt die nächste Runde los. Und jetzt kommt die erste Runde, ja, wie soll ich es nennen, vom Hauptteil. Die erste Runde hinter den verkürzten Reihen. So, hier jetzt nochmal, also das war jetzt übers Vorderteil gestrickt, hier den Markierer gesetzt und hier ist dieses Hasenöhrchen von der anderen Seite. Das stricke ich hier jetzt auch rechts, so. Und hier geht es jetzt weiter. Immer mit rechten Maschen. Und jetzt wird hier nicht zugenommen, sondern ab jetzt, ab der ersten Runde hier vom Hauptteil, wird jetzt in jeder dritten Runde zugenommen. So, und nur noch mal zum besseren Verständnis zeige ich das jetzt noch mal. Also nachdem ich die erste Runde hier gestrickt hatte, ohne Zunahmen, habe ich dann hier hinter dem Markierer mit der zweiten Runde begonnen. Und da bin ich jetzt. Und hinter dem Markierer jetzt jedes Mal beginnt die neue Runde. Und ab jetzt in jeder dritten Runde zunehmen. Das heißt so, jetzt kommt die dritte Runde. Das heißt in der dritten, in der sechsten, neunten, zwölften und so weiter. Immer in der dritten Runde zunehmen. Später wird sich das ändern, aber das sage ich dann noch. Und ich werde jetzt einige Runden hier erst nochmal zunehmen. Ich werde jetzt noch einige Runden stricken und dann wechsle ich erstmal auf eine 80 cm lange Stricknadel und dann ja, werde ich damit weiter stricken. Und wenn mir das dann zu eng wird, wenn mir das dann zu viele Maschen auf der Nadel sind, wechsle ich dann auf eine Stricknadel, die ca. 1 Meter lang ist. Gut, so, und so geht das jetzt erstmal ein ganzes Stück weiter. Ich denke, man sieht hier ganz schön den Unterschied durch die verkürzten Reihen, hier am Vorderteil und hier im Nackenbereich. Und dadurch sitzt das ganze Teil einfach viel besser. So, ich habe jetzt hier bei meinem Poncho ein ganzes Stück weiter gestrickt. Und zeige euch jetzt, wie ich zugenommen habe. Also das hier ist das Vorderteil. Hier hatte ich die verkürzten Reihen gestrickt. Und dann hatte ich ja gesagt, nach dem Halsbündchen, nach dem Kragen hier, wird in jeder dritten Reihe zugenommen.
Und das habe ich insgesamt 15 Mal gemacht, also bis zur 45. Reihe, 15 Mal in jeder dritten Reihe zugenommen, immer an den Raglanlinien vor und hinter den Markierern. Danach habe ich dann 5 Mal in jeder vierten Reihe zugenommen, also nach der 45. oder Runde vielmehr, nach der 45. Runde, in der ich zum letzten Mal in jeder dritten Reihe Runde zugenommen hatte, habe ich neu gezählt und habe dann 5 Mal in jeder vierten Runde zugenommen, also dann in der 4., 8., 12., 16. und 20. Runde. Danach habe ich dann wieder neu gezählt und habe 3 Mal in jeder 5. Runde zugenommen, also in der 5., 10. und 15. Runde. Und zum Schluss habe ich dann noch 3 Mal in jeder 6. Runde zugenommen, also in der 6., 12. und 18. Runde. Und das waren dann bei mir insgesamt 98 Runden, bis ich dann hier mit dem Bund, mit dem Bündchen unten angefangen habe. Insgesamt die Länge von hier, vom Vorderteil hier am Kragen, mittig gemessen, bis zum Bündchen, bis ich mit dem Bündchen begonnen habe, ist die Länge ca. 55 cm. Ich habe mein Poncho hier jetzt mal umgedreht, von oben nach unten, so wie ich ja eigentlich auch stricke, und sage das hier nochmal. Also das hier ist das Vorderteil, die Mitte vom Vorderteil, und dann habe ich erstmal 15 Mal in jeder dritten Runde zugenommen, also bis zur 45. Runde, dann neu gezählt, 5 Mal in jeder vierten Runde zugenommen, also bis zur 20. Runde, dann wieder neu gezählt, dann 3 Mal in jeder 5. Runde, also bis zur 15. Runde zugenommen, und zum Schluss noch 3 Mal in jeder 6. Runde zugenommen, also bis zur 18. Runde. Und hier habe ich dann zum letzten Mal zugenommen und mit dem Bund begonnen. Ich hatte ja den Rundenmarkierer, der mir immer die Runden angezeigt hat, wann die neue Runde beginnt, hier im Vorderteil sitzen. Den habe ich mir hier in der 18. Runde, nachdem ich die 18. Runde zu Ende gestrickt hatte, habe ich den Markierer rausgenommen und habe erst nochmal in rechts weiter gestrickt. Also in rechts weiter stricken bis zur Mitte. Wo habe ich die Mitte? Hier. Bis zur Mitte vom Rückenteil, also genau mittig vom Rückenteil, bis dahin immer noch weiter, quasi dann in der 19. Runde rechts noch weiter stricken, bis zur Mitte vom Rücken. Und hier fange ich dann an mit dem Bündchen, und zwar dann die erste Reihe links, die erste Runde links stricken, die zweite Runde rechts stricken, so wie ich das am Halsbündchen auch gemacht habe. Und ich habe mir den Markierer, den runden Markierer, extra in die Mitte hier hinten vom Rücken gesetzt, weil man hier doch ein bisschen den Wechsel sieht, wenn die Reihen von links auf rechts wechseln. Ein bisschen fällt das auf, und wenn das aber direkt hinten in der Mitte ist, ist das nicht so schlimm.
Falls ihr im Rückenteil eine ungerade Zahl haben solltet, die also nicht genau durch 2 teilbar ist, damit ihr das nicht genau in die Mitte setzen könnt, dann ist das nicht schlimm, wenn ihr den Markierer eine Masche vor- oder zurücksetzt. Das fällt dann überhaupt nicht auf. Ich habe mir mein Strickstück jetzt wieder auf eine Nadel gelegt, wiederhole das hier nochmal ganz kurz. Also nachdem ich in der 18. Runde zum letzten Mal zugenommen hatte, hier bei diesem glatt rechten Teil, habe ich dann weiter gestrickt bis zur Mitte vom Rückenteil, habe mir hier dann meinen runden Markierer neu hingesetzt in die Mitte vom Rückenteil. Und habe da dann wieder angefangen, neu zu zählen, die Runden. Und zwar habe ich mit der ersten Runde links begonnen, erste Runde links stricken, zweite Runde rechts, dritte Runde links, vierte Runde rechts und so weiter. Und in der 8. Runde, das war dann eine Runde, in der rechts gestrickt wurde, habe ich dann 8 Maschen wieder zugenommen. Und zwar diesmal gleichmäßig verteilt, also nicht mehr an den Markierern, an den Linien, sondern ganz einfach gleichmäßig verteilt. Hier eine Masche in diesem Rückenteil, dann 2 Maschen im Armteil, 2 Maschen im Vorderteil, 2 Maschen in dem Armteil und im anderen, im zweiten Rückenteil hier dann auch nochmal eine Masche zugenommen. Also insgesamt 8 Maschen gleichmäßig verteilt zugenommen in der 8. Runde. Und genau das habe ich dann auch nochmal in der 16. Runde gemacht. Auch nochmal gleichmäßig verteilt 8 Maschen zugenommen. Und ich wollte nochmal zeigen, wie ich das gemacht hatte. Moment. Ich zeige das hier jetzt gerade nochmal, denn davor, das war ja eine linke Runde und dann habe ich ja rechts gestrickt in der 8. und in der 16. Runde. Und dazu habe ich dann einfach eine Masche rechts gestrickt, dann mit der rechten Nadel nochmal von hinten in diese Masche eingestochen und nochmal rechts verschränkt eine Masche rausgestrickt und so diese Masche verdoppelt. Also diesmal nicht aus dem Querfaden zugenommen, sondern durch Verdoppeln. Hier im Bündchen. In der 8. Runde und in der 16. Runde jeweils 8 Maschen. Ich bin jetzt hier bei meinem Bündchen, bei meinem Bund unten in der 19. Runde, habe die 19. Runde gestrickt und in der kommenden, in der 20. Runde werde ich jetzt alle Maschen abketten. Dann hat der Bund unten ca. 10 cm und ich habe das hier mal ein bisschen versucht aufzuzeichnen, die Maße, die mein ganzer Poncho bis jetzt hat. Also das hier ist der Kragen, oben sind da so ca. natürlich auf die Hälfte nur gesehen, sind das so ca. 28 cm. Dann ein paar Maschen abgenommen und hier am Hals hat es dann so ca. 22 cm. Hoch ist das Halsbündchen ca. 14 cm. Und dann vom Hals an, also vom Ausschnitt an gesehen, bis zum Bündchen runter, bis zum Bund runter sind es ca. 55 cm. Der Bund hat ca. 10 cm. So hat das Teil dann vom Hals aus gesehen bis ganz nach unten insgesamt eine Länge von ca. 65 cm. Und breit ist es, wenn ich es hinlege und grob messe, ca. 1,20 Meter. Alles immer nochmal doppelt müsst ihr das rechnen, weil das ist ja nur die Hälfte des Teiles.
Also wenn ich hier sage, ca. 28 cm ganz oben am Bündchen, dann sind das insgesamt rum zu ca. 56 cm. So, dann geht es jetzt in die letzte Runde hier von meinem Poncho. Die 20. Runde hier von dem Bund, dem Bündchen. Und jetzt werde ich alle Maschen abketten. So, ich hole mir erstmal den Markierer hier raus. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Und abketten mache ich folgendermaßen. Ich stricke erstmal die erste Masche rechts, stricke die zweite Masche rechts, steche dann durch beide Maschen, die ich rechts gestrickt habe, steche durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und ziehe ihn durch. So, somit habe ich eine Masche abgekettet und hier ist wieder eine Masche oder bleibt eine Masche auf der Nadel. Jetzt stricke ich wieder die nächste Masche rechts, steche wieder durch beide Maschen durch, hole mir den Faden und ziehe ihn durch. Und so ist wieder eine Masche abgekettet. Hier ist eine Masche auf der Nadel, die nächste stricke ich rechts, durch beide Maschen durchstechen und den Faden durchziehen. So, und das mache ich jetzt die ganze Runde. Gleich ist es geschafft. Dann sind das jetzt noch die letzten Maschen hier, die ich abketten muss. So, und die letzte Masche. Gut. Dann ziehe ich mir hier jetzt eine Schlaufe. So, Moment, ich hole mir die Nadel erstmal weg. Schneide den Faden ab. Ziehe den Faden durch die Schlaufe durch. Gut, jetzt noch Fäden vernähen. Ja, und dann ist der Poncho fertig. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachstricken und bis demnächst. Tschüss!